Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ja, die Spezialforschung mit Shirashi hat begonnen, habe ich in der letzten Folge zwar schon gezeigt, aber ja, nicht wirklich drauf eingegangen, würde ich sagen. Und an für sich ist der Anfang schon mal eigentlich fast ähnlich wie auf dem Go-Fest. Man muss nämlich erstmal drei neue Freunde abschließen. Das war jetzt kein Problem. Ich habe zufälligerweise ein oder zwei Freunde aus den Zuschauern sowieso gerade prüfen müssen. Dementsprechend hat das ganz gut gepasst, dass ich dann schon mal zwei neue Freundschaften hinzufügen konnte. Und dann habe ich aus meiner lokalen Raid-Gruppe jemanden hinzugefügt, der mittlerweile sehr häufig raidet. Und dementsprechend war das auch ganz gut. Ja, dann gab es jetzt hier beim ersten Schritt natürlich auch ein paar Belohnungen, wie zum Beispiel Pummeluff und ein Barschwa. Weil man soll mit dem Barschwa, man soll das Barschwa in der nächsten Aufgabe entwickeln. Und ich habe da irgendwie noch so ein Barschwa, wo die 20 Kilometer schon komplett fertig waren. Das heißt, die Aufgabe war für mich total schnell erledigt. Aber ich komme bei der Aufgabe gerade nicht weiter, weil mir zwei Flurmel fehlen. Interessant. Also fast 24 Stunden und ich habe noch keine drei Flurmel zusammenbekommen. Das scheint, ich bin aber nicht die Einzige, das habe ich gestern im Livestream von Hong gesehen, dass einige Leute Probleme damit haben. Hong gar nicht, aber einige Probleme. Einige Leute. Das kommt vielleicht auch drauf an, was für ein Biom. Bei uns hier ist so ein komisches Waldbiom. Und kein großes Wasserbiom. Vielleicht taucht Flurmel eher in Städten auch besser auf als auf dem Dorf. Naja. Gut, das war erstmal zum Thema der Spezialforschung, wie weit ich da gerade bin und was ich da jetzt schon erlebt habe. Dann hat es noch etwas gegeben. Also heute wenn wir schon gerade bei Wasser-Pokémon sind, hier Barschwa zu Milotic. Heute um 22 Uhr fängt ja das Wasserfestival an und es werden zwei neue Shinies veröffentlicht, Schmerbe und Kanivania. Und wir hoffen natürlich, dass es dementsprechend auch gewisse Pokémon in der Wildnis auftauchen, um auf Shiny-Jagd zu gehen. Wenn wir schon bei Shiny-Jagd sind, hier habe ich ein Video von der Sabrina bekommen. Ein herzliches Hallo, ihr Lieben. Hallo, Melanie alias Chaos Lady. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben in Berlin, ist ja so ein bisschen die Idee entstanden, man könnte öfter mal was zusammen machen. Unser letztes Video lief ja super. Ich glaube, so ein bisschen Chemie zwischen uns ist da schon zu spüren. Und da ist die Idee entstanden, man könnte öfter was miteinander machen. Das will ich jetzt umsetzen. Und zwar steht ja demnächst das Wasser-Event an. Es werden wieder neue Shinies eingeführt und da ich der Meinung bin, wir sind, was arbeitstechnische Einspannung und Shiny-Glück angeht, relativ auf einem gleichen Level, würde ich jetzt mal so sagen. Also du hast jetzt auch nicht so mega viel Glück oder Pech mit Shinies, dachte ich, beziehungsweise ist die Idee entstanden und geboren bei mir. In diesem Event, in dieser einen Woche, könnten wir doch mal ein wunderbares kleines Battle machen und ich hoffe, du nimmst es an. Meine Herausforderung an dich, wer im Wasser-Event die meisten Shinies fängt. Und ich meine jetzt nicht direkt die neuen Shinies, sondern allgemein in diesem Zeitraum, wer fängt da die meisten Shinies? Pups, egal welche. Ich weiß, du hast noch kein Rayquaza, kannst auch nur am Wochenende vermutlich da raiden. Das würde natürlich alles mit reinzählen, das ist total egal, es geht um das Shiny-Glück allgemein. Ich hoffe, du nimmst es an und ja, der Verlierer würde ich vorschlagen, so ist mein Vorschlag. Wir bekommen ja bald unseren Ultra-Bonus, der geht ganze drei Wochen lang und ich würde einfach mal sagen, der Verlierer muss seinen Buddy, seinen Partner, seinen Kumpel-Pokémon die ganzen drei Wochen lang in den jeweiligen anderen umbenennen. Das heißt, für dich hieße das, wenn du verlieren solltest, und ich hoffe, du verlierst, heißt dein Buddy drei Wochen lang Sabrina spielt. Sollte ich verlieren, werde ich meinen Buddy drei Wochen lang Chaos Lady nennen.
Was hältst du davon? Nimmst du an? Ich hoffe. Ich freue mich auf die Herausforderung. Lange ist nicht mehr Zeit, also ich hoffe auf schnelle Antwort. Tschüss! So sieht's aus. Eine Woche lang Shiny-Jagd gehen, um gegen Sabrina zu gewinnen. Da bin ich auch sehr gespannt. Sie hat von mir natürlich auch ein Antwortvideo bekommen, das sie jetzt schon in ihrem Video eingebunden hat. Also, wenn ihr das Video sehen wollt, könnt ihr bei ihr mal auf den Kanal schauen. So, ich möchte aber jetzt noch alle Infos runterrattern, die es sonst noch so gibt. Es hat sich eine Menge getan. In 2 Tagen tut sich immer sehr viel bei Pokémon Go. Es gibt neue C-Day-Termine vom 12. Oktober. Am 12. Oktober von 11 bis 14 Uhr findet ein C-Day statt. Am 16. November findet ein C-Day von 11 bis 14 Uhr statt. Und im Dezember, hier steht 14. und 15. Dezember von jeweils 11 bis 14 Uhr. Diesmal also nicht irgendwie 2 Tage komplett durch, sondern wirklich nur im Endeffekt 6 Stunden. Also man könnte tatsächlich sagen, das sind 2 C-Days im Dezember. Und das spricht schon sehr deutlich dafür, dass es dann diesen Ultra-C-Day gibt, wo wir dann einfach alle Pokémon nochmal bekommen, die es das ganze Jahr gegeben hat. Das Problem ist nur, bei so einem C-Day habt ihr wenigstens die Chance, vielleicht noch Pokémon, die ihr jetzt das ganze Jahr irgendwie bekommen habt, dass ihr die dann nochmal entwickeln könnt, damit sie die Attacke bekommen. Ansonsten ist eine Shiny-Jagd auf ein bestimmtes Pokémon nicht besonders einfach, weil es einfach wirklich 12 unterschiedliche Pokémon gibt, die dann spawnen müssen, um sie dann auch in Shiny zu jagen. In Köln ist momentan die Gamescom und Pokémon Go hat auch dafür gesorgt, dass es da etwas zu erleben gibt, und zwar Team Go Rocket Invasion an Pokestops sind in Köln noch häufiger als sowieso schon. Also wahrscheinlich geht man in die Stadt und sieht eigentlich fast nur Team Go Rocket. Warum nicht? Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Interessanterweise werden diesmal keine Incognito auftauchen, was eigentlich schade ist. Das hatte ich eigentlich gehofft, aber ich habe leider zu spät angefangen zu planen, ob ich zur Gamescom gehe oder nicht. Aber eigentlich war ich schon sehr interessiert, aber es ist auch nicht besonders günstig, muss man dazu sagen. Mit Abschluss der Spezialforschung erhaltet ihr das exklusive Shirashi-T-Shirt. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob man es geschenkt bekommt oder ob man es danach kaufen kann. Es wird auf jeden Fall erst freigeschaltet, wenn die Spezialforschung abgeschlossen ist. Also falls jemand von euch die Spezialforschung schon abgeschlossen hat, kann er das ja gerne sagen. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Worte zu dem Gameplay sagen. Ihr habt jetzt gerade, keine Ahnung, bestimmt 8 Rayquaza gesehen. Die waren alle grün. Keins davon war shiny. Also Sabrina hat mittlerweile, in ihrem Video hat sie ja noch gesagt, sie hat keins. Also daran merkt ihr, wann sie das Video aufgenommen hat. Sie hat ja seit gestern oder vorgestern zumindest ein shiny Rayquaza gekriegt. Glückwunsch an dich. Leider bin ich immer noch leer. Dabei habe ich schon einige Raids noch oben drauf gehauen. Klar, auch die Abendstunde, die Rayquaza, die legendäre Abendstunde habe ich euch hier die ganzen Raids auch angezeigt. Ja, es waren wieder 5 oder so, aber die WP war eigentlich nicht so toll. Es gibt ein neues APK-Update für Pokémon Go. Das ist dann die Version in Android 0.153.0. Und dieses Update bringt ein paar Sachen, die vielleicht doch ganz interessant sind. Das sind zum Beispiel, klar, die Pokémon von Generation 5 wurden hinzugefügt. Das ist, denke ich mal, kein Thema. Ist ja klar, weil irgendwo müssen die ja herkommen, wenn sie im September dann anfangen, die ersten rauszuhauen, durch den Ultra-Bonus. Es soll ein Ranking-System geben. Laut Dataminer bekommt Pokémon Go ein Ranking-System. Und man vermutet, dass dieses Ranking-System dann für den PvP-Modus kommt. Bestätigt ist es von Niantic nicht. Da müssen wir abwarten, was da jetzt genau passiert. Vielleicht kommt es auch gar nicht, vielleicht kommt es auch gar nicht sofort, wenn die Version draußen ist, sondern sie entwickeln da noch etwas dran. Das kann auch sein.
Das Kumpelsystem wurde überarbeitet. Man konnte einige Variablen finden, die darauf hinweisen, dass das Pokémon Emotionen hat, dass man es füttern kann und dass es Begegnungen auslösen kann. Das könnte auch sehr interessant sein. Neben den neuen Entwicklungs-Item wurden noch zwei weitere Items gefunden. Also es gibt auf jeden Fall wieder ein Entwicklungs-Item, das Pokémon, dass man Pokémon aus der Einall-Region entwickeln kann. Also im Endeffekt genau dasselbe wie der Sinnoh-Stein. Und ja, dann haben sie ein Item gefunden, das heißt Power Seeker Upgrade. Dieses Item gab es bereits in den Konsolenspielen. Und dort hieß das Item Kampffahnder. Es sendete eine Nachricht an Trainer, die gegen andere verloren hatten. Spieler, die dann eine Revanche haben wollten, konnten sich bemerkbar machen. Ja, klingt ein bisschen merkwürdig. Also im Spiel hat man das Item aktiviert, während man ganz viele Trainer auf dem Bildschirm hatte. Und dann diejenigen, die dann gegen einen nochmal kämpfen wollten, haben dann die Hand gehoben, sage ich jetzt mal. Also zumindest war das so, ich muss jetzt gerade mal überlegen, in Smaragd Grün vielleicht. Und ja, das aber wie das jetzt sich im Pokémon Go auswirken soll, ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber mal sehen. Das zweite Item ist ein Routemaker. Da ist jetzt nicht ganz klar, wozu braucht man in Pokémon Go eine Route. Vielleicht wird das ja sowas ähnliches wie in Ingress, die Missionen, aber das bleibt noch abzuwarten. Die Dataminer haben übrigens ja auch die 8 Aufgaben für das Wasserfestival gefunden, also die Aufgaben, die wir aus Pokéstops dann bekommen. Und ich werde euch jetzt nicht alle Aufgaben auflisten, aber ich möchte euch sagen, es gibt tatsächlich eine Aufgabe mit Team Go Rocket. Das finde ich cool, dass es jetzt auch dazu Aufgaben gibt, dass man die lösen kann. Und bin echt gespannt, was aus den Aufgaben rauskommt. Ich hoffe halt einfach, dass nicht wieder ein Pool aus Pokémon genommen wird und das als Belohnung genommen wird, so wie beim GoFest, weil das ist immer sehr unangenehm, wenn man sich das Pokémon nicht aussuchen kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit informieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Batsch.